Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe es in meinem ersten Redebeitrag ja mal mit einer ruhigen und sachlichen Einordnung versucht. Und Frau Ministerin Scharrenbach, mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar, warum Sie hier so eine Schärfe reinbringen, die an der Stelle auch völlig unnötig gewesen ist. Mein Verweis auf die Statistik hatte doch nichts damit zu tun, hier so ein Schwarze-Peter-Spiel aufzubauen, Ihre Regierungszeit, unsere Regierungszeit, sondern was doch alarmierend ist, sind die Zahlen, die dahinter stecken. Und da geht es doch nicht darum, sind das Ihre Zahlen, sind das unsere Zahlen, da geht es um Menschen, und wir sind in der Verantwortung, diesen Menschen zu helfen. Aber Ihr Beitrag, Frau Ministerin, war ja frei nach dem Motto gewählt, wer uns nicht lobt, muss ja offenkundig gegen uns sein. Das finde ich schade, weil das wird weder dem Thema noch irgendwie der Frage von konstruktivem Austausch hier gerecht. Und Gott sei Dank, muss ich an der Stelle sagen, hat Minister Laumann das aber besser verstanden als Sie. Denn er hat erkannt, dass es hier um Maßnahmen geht, dass es nicht darum geht, irgendwie immer großartig rumzubölken, wer es denn irgendwie verbrochen hat und wer jetzt vielleicht tolle Dinge möglicherweise auf den Weg bringen möchte. Minister Laumann hat gesagt, es geht um Maßnahmen. Er hat die richtigen Akzente gesetzt, damit, dass er eben eine Fachtagung anberaumt hat. Und Frau Ministerin, ich kann das ehrlich gesagt nicht mehr hören. Sie wissen genauso gut wie ich, dass wir von 2010 bis 2017 die Mittel für den Bereich der von Gewalt betroffenen Frauen, der Frauenhilfeinfrastruktur, verdoppelt haben. Und es ist schlicht und ergreifend unredlich, dass Sie hier immer wieder wiederholen, dass wir die Frauenhausplätze nicht ausgebaut hätten und dass es jetzt Ihrer Regierung bedurft hätte, um endlich was für die Frauenhilfeinfrastruktur zu tun. Das ist schlicht und ergreifend so sachlich falsch, und das wissen Sie auch. Und es wäre doch für die Debatte einfach sachdienlicher, das hat auch der Kollege gerade von der CDU wieder so gemacht und Ihr Redebeitrag war durchzogen davon, es wäre doch für die Debatte schön, wenn Sie auch mal durch die Frontscheibe nach vorne gucken würden und nicht immer nur im Rückspiegel klein, klein verhaftet blieben. Denn Sie wollten regieren, dann regieren Sie jetzt auch. Anstatt die ganze Zeit immer zu sagen, das hätten Sie in Ihren 7 Jahren ja machen können, die Leute da draußen interessiert dieses Parteizeckgezänk und dieses klein, klein der Geschichtsklitterung nicht. Die Leute wollen wissen, was Sie für Maßnahmen anzubieten haben. Und ehrlich gesagt, Frau Ministerin, da war ja gerade wieder so gut wie nichts zu hören. Und wenden Sie doch mal den Blick nach vorne. Wenn Sie Frauen wirksam unterstützen wollen, dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Das war in diesem Haus immer ein großer Konsens. Mit Ihrer Schärfe, die Sie hier in die Diskussion reinbringen, sind Sie auf dem besten Wege, diesen Konsens aufzukündigen. Und das wäre eine ganz schlechte Nachricht für die von Gewalt betroffenen Frauen in diesem Land. Und es geht auch darum, Gruppen wie Minderjährige und junge Volljährige in den Blick zu nehmen, die eben oftmals durchs Raster fallen. Auch dazu braucht es mehr als bloße Ankündigung, da braucht es konkrete Maßnahmen für. Und nochmal bei der Frage, wer sich hier am besten um den sozialen Wohnungsbau kümmert. Es geht doch nicht darum, uns jetzt ständig hier gegenseitig die Zahlen vorzurechnen und hin und her und Heck und Meck, sondern es geht doch darum, dass am Ende des Tages für den Wohnungsbau in diesem Land etwas getan werden muss. Und da wäre sehr viel in die richtige Richtung getan, wenn Sie aufhören würden, die Frage von Eigentum gegen soziale Wohnraumförderung auszuspielen. Das sind nämlich zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Danke sehr.